Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Wir Frauen sind die perfekten Wasserspeicher. Und obwohl es uns runder, weicher und etwas schwerer macht, ist Wasser nicht gleich Fett. In diesem Video erfährst du 5 Gründe, warum wir Frauen Wasser einlagern und 5 Lieblingstipps von mir, die dir helfen können, 1-2 Kilo vom Wassergewicht zu verlieren. Grund Nummer 1: Hormonelle Veränderungen. Diese können durch den weiblichen Zyklus, die Schwangerschaft, durch die Wechseljahre oder auch als Nebenwirkungen von Medikamenten ausgelöst werden. Dazu zählen Hormonpräparate wie die Pille, blutdrucksenkende Medikamente oder auch Antidepressiva. Grund Nummer 2: Mangelnde oder falsche Ernährung. Wie kommt es dazu? Es kann sein, dass wir zu viel Natrium in unserem Körper haben. Warum? Vielleicht essen wir zu viel Salz. Salz ist wasserbindend. Was heißt das? Beispielsweise bestreuen wir eine Gurke mit etwas Salz. So kann man beobachten, dass dieser Salz das Wasser sofort aus der Gurke komplett entzieht. Genau diesen Effekt haben wir auch in unserem Körper, wenn wir zu viel Salz zuführen. Wenn wir Salz in unserem Körper zuführen, so hat es genau denselben Effekt wie auf der Gurke, nämlich auf unser Bauch, Beine und Po. Es kann aber auch sein, dass wir zu viele Kohlenhydrate konsumieren. Denn Kohlenhydrate werden auch mit Hilfe von Wasser in den Zellen gespeichert. Es kann aber auch sein, dass wir einfach unter Mangelernährung leiden. Ganz einfach, wir essen nicht genug von nährstoffhaltigen Lebensmitteln. Grund Nummer 3: Mangelnde Bewegung. Bewegen wir unsere Muskeln nicht genügend, zum Beispiel auf einem langen Flug, wo wir ziemlich lange sitzen, kann das Blut nicht frei zirkulieren. Dies führt unter Umständen dazu, dass die Flüssigkeit aus dem Bindegewebe in die Blutgefäße geringer ist und eine Schwellung verursacht. Fliegen muss man aber nicht. Den ganzen Tag auf dem Bürostuhl zu hocken, reicht. Grund Nummer 4: Überbelastung. Dazu zählt Stress, der im Alltag durch die Arbeit oder auch Beziehung ausgelöst wird. Alles, was Stress ist. Und zum Stress zählt der Arbeitsstress, der Beziehungsstress, aber auch Kaloriendefizit oder sogar Intermittent Fasting. Es kann aber sein, dass wir auch in einem Übertrainingszustand sind. Das heißt, wir trainieren zu intensiv und zu häufig und unser Körper kann sich nicht erholen. Vielleicht kriegen wir auch nicht genug Schlaf. All das führt zu Wassereinlagerungen. Grund Nummer 5: Es ist einfach zu heiß. Schwere Beine und aufgeblähter Bauch heißt nicht, du hast zugenommen. Es kann aber sein, dass dein Körper einfach dehydriert ist und das Bindegewebe hält das Wasser zurück. Was hilft also gegen Wassereinlagerungen? Was kann man tun? Tipp Nummer 1, ganz einfach. Ausreichend Wasser trinken. Und zwar stilles Wasser. Denn stilles Wasser ist reines Schönheitselixier. 2-3 Liter pro Tag sind schon mal super. Wenn du nicht so viel Lust auf Wasser hast, kannst du gerne Kräutertees trinken. Pfefferminze, aber auch Birkenblätter wirken super. Mein persönlicher Tipp ist, sich eine Edelstahlflasche zu besorgen und immer das Wasser mitnehmen, was eventuell mit einem Gurke oder Basilikum, Pfefferminze oder etwas Apfelessig verfeinert ist. Tipp Nummer 2: Ernährung verbessern. Und zwar ganz einfach. Am besten vermeiden wir zu salzige Lebensmittel. Dazu zählen geräucherte Schinken, Wurst, aber auch alle fertigen Produkte. Denn oft enthalten sie Natrium. Natrium wollen wir vermeiden. Wir wollen auch entwässernde Lebensmittel zu uns nehmen. Dazu zählen Gemüse, insbesondere ballaststoffhaltige Gemüse. Leider, was wir aber auch vermeiden wollen, ist der Koffein und Alkohol. Ganz einfach heißt es, Aperol vermeiden. Ein weiterer Tipp ist, Kalium supplementieren bzw. Lebensmittel genießen, die Kalium enthalten. Dazu zählen beispielsweise Banane, Brokkoli, Kohlrabi, Mangold, Kartoffeln.
Wenn dein Lebensstil es erlaubt, das heißt, wenn du nicht allzu stressigen Alltag hast, dann reduziere Kohlenhydrate. Oft beobachtet man, dass wenn man weniger Brot, Pasta und Weißmehlprodukte konsumiert, verliert man innerhalb von wenigen Tagen das Wassergewicht. Was aber nicht heißt, dass man Fett verliert. Fett verlieren wir, wenn wir uns genug bewegen und hochintensiv trainieren. Tipp Nummer 3, Bewegung. Regelmäßig aufstehen, genügend laufen, vielleicht mal eine Haltestelle früher aussteigen oder ein Telefongespräch mal im Stehen halten. Das bringt den Kreislauf in Schwung und das Blut kann frei zirkulieren. Tipp Nummer 4. Gerne möchte ich euch Krafttraining ans Herz legen. Durch das Krafttraining lagern wir nicht mehr Wasser ein, sondern wir bauen Muskeln auf. Muskeln verbrennen das Fett. Muskeln helfen uns nämlich, das Fett zu verbrennen, auch im Ruhezustand, sogar wenn wir schlafen. Muskeln helfen aber auch, Hormone zu regulieren. Sie geben uns Definition und eine straffe Haut. Um Muskeln aufzubauen, müssen wir nicht zu häufig, zu intensiv trainieren oder Gewichte heben. Einmal die Woche das 6-Minuten-Workout reicht. Kombinierst du das Workout mit längeren, angenehmen Spaziergängen oder Jogging, so hast du dein optimales Fitness- und Gesundheitsprogramm. Tipp Nummer 5, Lymphsystem in Schwung bringen. Und wie tun wir das? Es gibt zwei Wege und ich liebe die beiden. Beine hochlagern. Um den Abtransport von dem bereits eingelagerten Wasser zu beschleunigen, tun wir unsere Beine einfach hochlagern. Und das hilft schon mal. Es wirkt auch entspannend. Und sich öfters eine Massage, ein nicht zu heißes Vollbad und Wechselduschen zu gönnen. Denn sie aktivieren nochmal die Durchblutung im Körper, was uns hilft, das Wasser zu entsorgen. Wechseldusche ist mein absolut Lieblingstipp. Ich liebe es und ich empfehle es dir. Versuch mal mit 15 Sekunden eine Wechseldusche zu machen. Heiß, kalt, heiß, kalt. Viermal. Und wenn du nicht gerne dich kalt duscht, dann einfach mit den Beinen anfangen. Es hilft schon mal. Falls dir das Video gefallen hat, gib uns ein Like und folge uns, damit du immer auf dem Laufenden bleibst.